Heute zeige ich euch wieder einen atemberaubenden Wandertipp in der Schweiz, nämlich Gletschertöpfe der Alp Mora, wo man sich nach einer strengen Sommerwanderung wieder abkühlen kann. Unsere Wanderung startet in Trin auf 800 Meter über Meer und jetzt gehen wir 2-3 Viertelstunden auf zu der Alp Mora. Das sind 1300 Höhenmeter, die wir jetzt überwinden müssen, Leute. Let's go! Die Wanderung ist so richtig steil, man muss sich die Gletschermühle so richtig erkämpfen. Wir sind auf dem Gebiet der Alp Mora oben nach 3 Stunden. Jetzt geht es aber immer noch 40 Minuten weiter bis hinterher zu der atemberaubenden Gletschermühle. Krass, Leute, und nach 3,5 anstrengenden Stunden und 1300 Höhenmeter sind wir auf der Alp Mora bei den atemberaubenden Gletschertöpfen angekommen. Boah, wow, Leute, das Wasser ist so richtig angenehm zum drin rumplanschen. Die Gletschertöpfe sind sogar richtig tief mit dem Wasser. Krass, Leute. Und das Coolste ist, Leute, zwischen all diesen Gletschertöpfen sind die Verbindungen so weich geschliffen worden vom Wasser, dass man das einfach als Rutschbahne kann verwenden und runterrutschen. Achtet einfach unbedingt drauf bei eurer Wanderung auf der Alp Mora. Aus diesen Gletschertöpfen da kann man nicht trinken und es hat auch